Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearts of Iron 4. Immer nur mehr sehen und mal zukünftige Plays nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. So, es geht hier mal ein wenig rum. Pam, pam. Was? Keine Befehle. Nur ihr hier. Und zwar habe ich ja gesagt, es wird schon mal angefangen, hier drüben die Generäle zuzuweisen. Und zwar ist obendran ist der Küchler im Einsatz. Wo ist er denn? War der Küchler? Georg von Küchler. Das ist sein Part hier unten. Lassen wir dich nehmen. Ich weiß, du bist nur zwei Mann stark, aber das macht nichts. Hier unten ist der List. Schulz, Jodl, Heinrich. Eine Wilhelm-List. Dann hier, das wäre eigentlich Reichenau. Habe ich aber nicht. Mit dir gehe ich hier hoch. Zuhören. Euch zwei. Gehe ich hierher. Ihr werdet zum Blaskovic. Blaskovic, ihr kommt hierher. Zuhören. Und du bist da oben. Du wirst zum Kluge. Aber Kluge ist Feldmarschall. Das ist nicht so nice. Eigentlich. Ist der Bock da? Bock, 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 Bock. Dann drehen wir das Ganze einfach. Ah, da ist der Bock. Der Bock wäre normalerweise der Befehlshaber davon. Kluge wäre untergeordnet, aber das bringt alles nichts. Also, dann ist hier General Bock ist da am Start. Du und... Angetreten! Ihr zwei, ihr kommt zusammen. Zuhören. Das ist richtig. Und ihr seid mit Kluge untergeordnet. Bereit zum Ausrücken. Du und du unten. Ihr seid der zweite Part. Und zwar ist unten Rundstedt der King im Ring von euch. Sup. Habe ich euch schon richtig zusammengeordnet? Sieht ein bisschen komisch aus. Achtung! Ja, passt. Ist hinterlegt. Gut, dann. Ihre Befehle. Ihr seid der Platzhalter. Der Platzhalter und... Platzhalter und ihr... Ihr bekommt... Steiner. Ihr bekommt den Steiner. Und Steiner wird noch hier mit rangegliedert. So. Dann haben wir einmal hier oben die zwei. Das ist Heeresgruppe Nord. Und hier unten ist die Heeresgruppe Süd. Jeweils hier mit dem guten Rundstedt und mit dem guten, ja, jetzt ist es Kluge eigentlich hier mit dem Bock, aber es ist dem Spiel hier zu schulden, dass es so ist. Einfach mal, dass es hier schon mal aufgeteilt ist. Hier drüben, das kommt ein anderes Mal. Jetzt wird erstmal geguckt, dass ich hier die 61 Divisionen hier hinbekomme und dann das für Polen aufbauen kann. Gut, vielleicht kommt ja noch mit ganz viel Glück der General Reichenau und dann ist es unten fertig. So, bam bam, tun wir weg. Und zwar ist jetzt gleich, was ist fertig? Natürlich, hier drüben. Die Rheinlandbesetzung ist gleich vorbei. Yeah, das hört sich gut an. Nationaler Schwerpunkt abgeschlossen. Haben wir. Machen wir es als erstes. Als nächstes kommt dran der Vierjahresplan.
Und zwar, wir brauchen einen ehrgeizigen Plan für die Wiederbeschaffung und letztlich Wiederbewaffnung und letztlich die Autarkie der Nation innerhalb der nächsten 4 Jahre. Und zwar, dass sie unabhängig sind mit den Ressourcen. Dann starten wir. Das passt. Regierung ändern? Nein, natürlich. Lass mir überlegen. 200. Da wollte ich hier drüben den Heinz Guderian, weil er gleich Armeeerfahrung plus 0,05 gibt. Mhm. 0,05, das ist täglich. 100. Geschwindigkeit, Landdoktrin, Goebbels, nicht mal starke Auswirkungen, Partisanen auf uns, ja, bist du, oder Kriegsunterstützung. Ach, wir nehmen den Goebbels. Der ist wichtig. So, hier stehen wir noch gut dabei, das passt, und wir warten noch einen Tag ab. Dudum, hier. Die World News, die Rheinland-Besetzung. Deutschland hat in einer klaren Verletzung des Versailler Vertrags Truppen im Rheinland stationiert, nahe der französischen Grenze. Die hiesige Bevölkerung jubelt den deutschen Soldaten zu, während die diplomatischen Reaktionen Frankreichs und Englands bislang eher zurückhaltend waren. Die Deutschen kehren lediglich in ihren eigenen Hinterhof, beobachten ein englischer Publizist. Das ist deutsches Territorium. Das ist richtig. Und zwar haben wir ja bei der Rheinland-Besetzung als Rheinland-Besetzung oder Remilitarisierung des Rheinlands in der NS-Propaganda Rheinland-Befreiung wird die Stationierung von Truppenteilen der Wehrmacht in dem aufgrund des Friedensvertrags von Versailles entmilitarisierten Rheinland am 7. März 1936 bezeichnet. Die Ratifizierung des französisch-sowjetischen Beistandsvertrags am 27. Februar 1936 in der französischen Nationalversammlung nutzte Adolf Hitler als Vorwand und ließ die entmilitarisierte Zone im Rheinland besetzen, um die Versailler Vertragsbestimmungen weiter zu reduzieren und seine militärische Position für seine zukünftigen Pläne weiter auszubauen. Die Besetzung führte zu keinen nennenswerten negativen Folgen für Deutschland. Die Siegermächte, vor allem Großbritannien, ließ sich durch die deutschen Friedens Beteuerung ruhig stellen. Was ein Wunder. Durch die Passivität von Frankreich und Großbritannien wurde hier eine der letzten Gelegenheiten verpasst, die Eroberungspläne des Diktators allein durch entscheidendes Auftreten rechtzeitig zu durchkreuzen. Hitler selbst sollte sich nachträglich mehrfach sogar noch während des Krieges wie folgt hierzu geäußert haben: Die 48 Stunden nach dem Einmarsch ins Rheinland seien die aufregendsten Zeitspanne in seinem Leben gewesen. Während die Franzosen damals ins Rheinland eingerückt, hätten die Deutschen sich mit Schimpf und Schande wieder zurückziehen müssen, denn die militärische Kraft, über die sie verfügten, hätte keineswegs auch nur zu einem mäßigen Widerstand ausgereicht. Wow. So, wie war das Verhalten, die Reaktion von Frankreich? Und zwar, da Bestimmungen der Locarno-Verträge durch Deutschlands Vorgehen verletzt wurden, trat nach Auffassung Frankreichs ein Bündnisfall ein. Frankreich hätte bei einem Waffengang gegen Deutschland durch England unterstützt werden müssen. Da London dies jedoch ablehnte, wandte sich Frankreich lediglich an den Völkerbund und verstärkte seine Truppen entlang der Maginot-Linie. Ja, und somit hat Deutschland sein Gebiet für die große Rüstungsindustrie zurückgewonnen. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Habe ich den Blomberg? Ist der hier? Blomberg. Blomberg, Blomberg. Hogerhot, Schulz, Jodl, Heinrich, Paulus. Blomberg, Blomberg, Blomberg. Nein, haben wir nicht. Okay. So, du bist der King im Ring, du kannst gleich mal durchstarten. Geh in unser Land rein. Also, dann baschen wir hier gleich mal weiter. Die nächste Forschung ist in ein paar Tagen fertig. Es passt soweit. Da unten dich haben wir im Auge. Hier steigt es kräftig. Kriegsunterstützung ist natürlich hochgegangen. Was ein Wunder. Veras Plan ist kräftig am Marschieren.
Das passt. Gebaut wird kräftig. Alles wird aufgestellt. Supi. Mit euch. Ja, bam. Mit euch marschiere ich gleich mal hoch zum Hafen. Und hier, das ist fertig. Verstärkungschance, Forschungsgeschwindigkeit. Kommst du natürlich gleich dran. Gut. Ihr marschiert hoch. Passiert mal noch nichts. Du steigst hier wie wild. Kriegst Unterstützung plus 6%. Immer gut. Das haben wir weggemacht durch den Josef Goebbels, der da mitgeholfen hat. Upp, dich kann ich wieder ausgliedern. Als One Man. Jahresplan. Ja, ist bald fertig. Dann kommt da nämlich als nächstes der Hjalmar Schacht. Bam, bam, der kommt hier dann. Hier ist er, der führende Industrielle für die Infrastruktur, Zivilfabriken und Raffinerien plus 10%. Ja, für den Vierjahresplan der richtige. Geht wenigstens wieder was vorwärts. Freie Schiffswerft, das darf nicht sein. Schweres Schiff. Kreuzer, dann kommst du hier drauf. Schauen wir mal, ob das was bringt. Für den 3. November. Sieht nicht so aus. Und zwar zweites Londoner Flottenabkommen unterzeichnet. Delegationen aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und den USA sind im Dezember 35 zusammengekommen, um über eine Erneuerung des ersten Londoner Flottenabkommens zu verhandeln, welches die Anzahl und Größe von Kreuzern und U-Booten beschränkt. Die Verhandlungen wurden recht hitzig, als es um italienisch Krieg in Äthiopien und Japans Wunsch als ebenbürtig mit Großbritannien und den USA angesehen zu werden ging. Und nun sind die Verhandlungen abgeschlossen und die Unterzeichnerstaaten haben sich auf Begrenzung der Größe von Schlachtschiffen und Flugzeugträgern verständigt, in der Hoffnung, das weiteres ruinöse Wettrüsten vermeiden zu können. Warum schränken sie sich selbst so ein? Wieso? Weil sie es wahrscheinlich wollen. So, wo war ich stehen geblieben? So, ihr seid nach oben verlegt. Ja, einfaches Maschinenwerkzeug. Das ist hier. Es geht gleich mal auf die verteilte Industrie. Bam! Forschen. Können wir da mal ein bisschen draufhauen. So. Du hast es gleich geschafft. Der Vierjahresplan! Sehr schön. Und hier ist er auch schon abgeschlossen. Bam. Zum Vierjahresplan. Der Vierjahresplan bezeichnet die auf den Auftrag Adolf Hitlers gegründete nationalsozialistische Wirtschaftsprogrammatik ab 36 binnen 4 Jahre die wirtschaftlich und militärische Kriegsfähigkeit durch Autarkie und Aufrüstung zu erreichen. Dazu wurde ab Ende 36 eine entsprechende Vierjahresplanbehörde unter Hermann Göring eingerichtet. Die Entstehung am 18. Oktober 36 erließ Hitler die Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplans, die Hermann Göring die Generalvollmacht für die Lenkung aller wirtschaftlichen Maßnahmen übertrug, die für die Erreichung der Kriegsfähigkeit notwendig seien. Unter Göring wurde der Vierjahresplan als eine oberste Reichsbehörde industrialisiert. Ihr Zweck bestand darin, Autarkie und Kriegsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu schaffen. Der Plan war es, Ziel war die Ausrichtung der Wirtschaft und die beschleunigte Rüstung durch Autarkie, da Deutschland mit seiner Rohstoffabhängigkeit vom Ausland sonst keinen längeren Krieg führen konnte, ist ja klar, sie hatten ja eigentlich großartig nichts außer Stahl. Da die zentrale Forderungen in Hitlers Denkschrift waren, erstens, die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein und zweitens, die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein. Alles sehr, sehr wichtig. Im Rahmen des Vierjahresplans gründet die NS-Regierung unter anderem die Reichswerke Hermann Göring, die den Aufbau und die
Verhütung von armen Eisenerzenditen als Verantwortlicher wurde Hermann Göring eingesetzt. Ja, das war klar. Und das war Hjalmar Schachtz natürlich. Da den Zeitraum einer ganzen auf kriegswirtschaftliche Mobilmachung orientierten Wirtschaftspolitik von Juli 38 bis zum Kriegsbeginn im September 1939 und die Phase der Verschmelzung des Vierersplans mit der Kriegswirtschaft von Herbst 36 bis 42. Yes. Das war es hierzu. Als allernächstes kommt dann die Autarkie. Hier, damit Deutschland eine wirklich große Nation sein kann, muss es autark sein. Wir müssen unsere Ressourcen besser nutzen und bei unseren Bauvorhaben effizienter sein. Ja, da gibt es erstmal ein bisschen Boost und natürlich das fixe Ding, die Autarkie. Militärfabriken plus 10%, Zivilfabriken, Schiffswerften und das Ganze kommt dann hier mit dazu als Autarkie. Sehr schön. Das passt. Hier haben wir den guten und natürlich auch gleich eingestellt. Gut, das läuft hier. Die sind alle am Rödeln. Jetzt müsste es hier eigentlich schneller gehen. Warte mal. Blubb. Verwirrtheit. Hier kommt es dann allem zugute. So, dann lassen wir hier erstmal weiter rennen. Kommt wahrscheinlich edles Pop-up. Nein, doch nicht. Okay. Gut. Der Rest baut alles munter weiter. Jetzt startet dann bald der spanische Bürgerkrieg. Oh. Ah, Demo-Verwechsel. Der startet gleich durch. Hier oben kann ich noch einmal drauf drücken. Hier unten kommt noch der Mifo-Wechsel, wird fällig. So, Forschung abgeschlossen. Das Bauwesen. Oh, supi. Dann gucken wir gleich mal rein. Da gibt es nochmal einen Boost drauf. Blub. Bauwesen. Baugeschwindigkeit. Ja, da hauen wir. Baugeschwindigkeit ist wichtig. Das muss natürlich her und freie Schiffswerft. Du kommst hier drauf. Gut, dann ist das alles 39 vorerst mal fertig. Ist natürlich supi. Und dann rasen wir mal weiter. 3 Treibstoff. Ist alles genug da, das passt. Was man jetzt noch machen könnte, ist hier die Low Levels einfach mal hier los zum Schicken, damit die hier ein bisschen üben können. Damit die hier der Malus weggeht. Aber dadurch kommen ja auch einige Verluste. Okay, okay, okay. Lass mal Slow Motion reinhauen. Ich brauche Zerstörer. Sind die kleinen Zerstörer. Schlachtschiff. Schwerer Schiffrumpf. Das bist du. Was haben wir hier? Kreuzer. Der Deutschlandklasse. Was hast du denn an Unterschied? Ortung. Schwerer Angriff 15-2. Schwerer Angriff 11-5. Torpedoangriff 18. Luftangriff, maximale Geschwindigkeit. Admiral Hyperclass. Hau ich dich mal rein. Als 1.
Und dann lasse ich dich erstmal hier weiter durchlaufen. Aber das haben wir jetzt hier soweit. Hier ist es schön gestiegen. Der Malus ist nicht mehr so hoch. Bam, gehen wir zurück in die Infanterieübersicht. Und dann war's das hier. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus!